Morgen! Ihr seid ja pünktlich wie Deutsche Bahn. Ja, Hammer. Habt ihr gut gefrühstückt? Ja! Ich auch. Aber der Mensch lebt ja bekanntlich nicht vom Müsli allein, sondern von jedem Wort, das Gott sagt. Und deshalb darf das hier nicht fehlen bei einem guten Frühstück. Das ist eine Bibel. Oder zumindest die Hälfte davon. Das Neue Testament. Und da stehen ziemlich viele Worte von Gott drin. Wenn man das so aufschlägt, dann ist das so, als wenn man so eine frische Quelle öffnet, die lebendig anfängt zu sprudeln. Blub, 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 blub. Ich könnte es den ganzen Tag machen. Ist das nicht genial? Wasserfeste Bibel. Nicht zu Hause nachmachen. Aber ich habe die mir extra gekauft für das Erlebnis hier in Italien. Wenn ich mal im Regen lesen möchte oder abends dann einschlafe, dann gibt es morgens das taufrische Wort. Da trat Petrus zu ihm, das ist Jesus dann, und sprach: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Habt ihr einen Bruder? Ich habe 3. Alle älter als ich und größer. Dan, Vigo und Leo. Und wir waren mal echt nicht zimperlich, das kann ich euch sagen. Aber es geht ja nicht nur um Brüder oder Schwestern, sondern auch um alle anderen Menschen eigentlich, die man so kennenlernt im Leben. Vergeben, das ist manchmal gar nicht so leicht, oder? Und dann noch 7-mal am Tag. Aber es geht ja noch weiter. Jesus sagt dann zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, oh, mein Glück, sondern 70-mal 7-mal. Was? 70-mal 7-mal sind, na? 490, ganz genau. 490 Mal vergeben, bitte. Was soll denn das? Am Tag? Das geht doch gar nicht. Aber eigentlich müsst ihr wissen, damals in der Zeit, wo Jesus gesagt hat, stand die 7 als Zahl eigentlich schon für die Fülle. Also 7-mal vergeben heißt eigentlich immer vergeben. Jedes Mal, wenn der dämliche Typ wieder kommt und dir irgendwas sowas tut, immer wieder vergeben. Also hätte sich Jesus eigentlich sparen können mit dem 70-mal 7-mal. Und ich glaube, es geht mir auch gar nicht um die Zahlen, sondern eher darum, dass man nicht nur deshalb vergibt, weil man muss oder halt sollte, weil es in der Bibel steht und sowas, sondern weil es einem Anliegen ist, weil man kapiert hat, dass es wirklich was Gutes und Wichtiges ist. Das ist so eine Einstellungssache. Vielleicht wie, wenn jemand dir das Leben rettet, also gute Menschen machen das ja, ne? Wenn man in einer Notsituation jemanden retten muss, macht man das einfach. Aber wenn einer kommt zu dir und sagt, du, ich würde dir 1000-mal das Leben retten, der meint das wirklich ernst, dann heißt es irgendwie, dass er das wirklich gerne macht, für dich macht. Und so sollen wir vergeben. Wirklich gerne, mit Absicht. Gar nicht so einfach. Vergeben. Sogar solchen Leuten wie diesen Grabherrbrüdern, die diesen Bunker gebaut haben. Könnt ihr euch das vorstellen? Solchen miesen Typen zu vergeben? Krass. Ach ja, da fällt mir ein. Wisst ihr, was Onkel Ole noch in Bologna in der Bibliothek rausgefunden hat? Er hat da Vermisstenanzeigen gefunden. Ziemlich viele von Bauarbeitern und von 2 Architekten. Die sind zu der Zeit verschwunden, als auch die beiden Brüder Grabherr verschwunden sind. Das waren die Leute, die diesen Bunker gebaut haben, ohne zu wissen, worauf sie eigentlich eingelassen haben. Später dann hat Papa mit Ole rausgefunden, dass die Brüder Grabherr es irgendwie geschafft haben, diese ganzen Arbeiter gegeneinander aufzuhetzen, dass sie sich richtig fertig gemacht haben. Am Ende ist keiner lebendig rausgekommen. Denn es sollte keiner erfahren, was sie da unten gebaut haben. Aber das haben sie erst später rausgefunden, Papa und Ole. Aber diese Sache mit den Vermisstenanzeigen hat sich schon echt ganz schön beschäftigt, das kann ich euch sagen. So schwer. Ja, da drin. Keine Ahnung, was sie da reingesteckt haben. Letzte Stelle ich gar nicht mehr. Das mit diesen beiden Typen da, das ist schon krass, oder? Ja, ziemlich krasse Menschen, du. Und das mit den Bauarbeitern da, die einfach verschwunden sind. Denkst du, das hatte irgendwas mit diesem Bunker da zu tun? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir sollten das herausfinden. Stell dir doch mal vor,
Es gibt da Familien, die seit 50 Jahren nicht wissen, wie ihre Leute abgeblieben sind. Ich glaube, wir sollten nicht nur, sondern wir müssen das herausfinden. Gehen wir weiter? Okay. 1, 2, 3. Mensch, pass doch auf, das ist verdammt schwer, Mann. Das habe ich ja auch noch nicht selbst gemerkt oder so. Absetzen, Kampf, Kampf, Kampf. Auf die letzten Meter, Mann. Okay. Schnell, schnell, schnell. Jungs! 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 Habt ihr Felicitas irgendwo gesehen? Was? Felicitas, habt ihr sie gesehen? Nein, haben wir nicht gesehen! Mann! Felicitas! Ah, hier! Hier bist du also! Ja, guten Morgen! Weißt du eigentlich, was ich mir für Sorgen gemacht hab? Was, wieso denn? Och, ich weiß nicht, weil euch keiner gesehen hat und niemand gesehen hat, wie du ins Zelt gegangen bist. Ich bin gerade jetzt aufgewacht und du stehst vor mir wie der böse Wolf persönlich. Was soll denn da? Ich weiß ja, das ist die Sache mit der Mama. Und mit meinem Autounfall. Und dass du kaum noch gehen konntest und dass deine Truppen in Jordanien überfallen worden sind. Und dass ich nicht wusste, ob du noch lebst oder nicht. Oh. Ja, es tut mir leid. Du solltest dich nicht so oft um mich sorgen müssen, wirklich nicht. Lass das. Du siehst müde aus. Was musst du gerade sagen? Guck mal, was ich rausgefunden habe. Ich kann nichts lesen. Ich weiß nicht so recht, was das heißt, aber das sind lauter Grammatikfehler und falsche Schreibweisen und die habe ich jetzt eingekreist, aber ja, weiter bin ich noch nicht gekommen. Ja. Was ist das hier? Und das da? Es sind Linien! Leo! Es sind Linien! Du bist genial! Wenn du meinst. Oh, das ist es! Oh, ist hier irgendwo ein Stift? Ein Stift! Das ist es! Okay. Hahaha. Juhu! Okay. Wow! Auch einen wunderschönen guten Morgen. Morgen! Was für ein Krempel machst du denn da rum? Ich hab nur versucht, dieses Mini-Heizerchen hier wieder in Gang zu bringen. Wir haben gar kein Mini-Heizerchen. Ja doch, guck, mit was hab ich denn sonst den ganzen gestrigen Abend verbracht? Alter, das ist eine Sprechanlage! Boah, das erklärt einiges. Wie sagt Oma Benita immer? Schau genau hin, bevor du dein Urteil fällst. Denn der erste Blick zeigt häufig nicht den Kern der Sache. Und dann nickt Oma Gabriela immer und fügt hinzu. Klugheit bedeutet nicht nur, die richtigen Fragen zu beantworten, sondern auch, die richtigen Fragen zu stellen. Ja, ja. Wenn du weißt, woher der Wind kommt, kannst du auch sagen, wohin er weht. Aber dazu musst du erstmal den Mut haben, den Finger in den Wind zu stecken. Wie wahr, wie wahr. Denkst du gerade dasselbe wie ich? Ja, komischer Gedanke, oder? Wieso komisch? Ja, das mit dem Finger im Wind. Wurstbrot? Was? Was? Ja. Geht das eigentlich nur mit Spucke oder auch mit warmem Johannisbeertee? Was? Wurstbrot? Was? Ich bin total gespannt, ob Felicitas was herausgefunden hat.
eigentlich? Du bist überhaupt kein Morgenmensch, stimmt's? Nein, mein. Auf, lass uns mal reinschauen. Es ist früh. Mag noch jemand Tee? Oh, ich liebe Tee. Wissen wir. Ich meine, dürfte ich auch eine Tasse Tee? Guten Morgen zusammen. Morgen. Morgen. Tee, danke. Oh. Ole. Dankeschön. Tee, mal ein bisschen aufräumen, ey. Das ist ja unglaublich. Es wurde spät letzte Nacht, sorry. Ein Schlagzeug. Schrauben auf den Tisch. Ole, kommst du auch zu uns? Na klar. Na cool. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin voll gespannt darauf, was wir hinter dieser Tür heute entdecken werden. Ja was, Leute? Bisschen mehr Begeisterung hätte ich gerne. Yay! Leo? Ole? Ihr guckt so kritisch. Was ist los? Ach, ich habe ein ungutes Gefühl bei der Sache. Inwiefern? Wir wissen noch zu wenig und das, was wir wissen, gefällt mir nicht. Wie, und davon sollen wir uns aufhalten lassen? Wir haben schon viel Schlimmeres und Schwierigeres erlebt, glaub mir. Also, es ist, also, wenn man die Linien verbindet, dann sind das erstmal völlig verrückte Dinge. Das sind drei hebräische Buchstaben, die zusammen überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber wenn man weiß, dass die Buchstaben auch Zahlen sind, dann ergibt das ganz, es sind drei Zahlen, 3, 4 und 7. Und wenn wir das dann da eingeben, werden wir vermutlich das Ding öffnen. Wie finden wir auch noch raus? Also. Ah! Mach es! Auf! Ja, also. Dann lass uns die Sachen packen und kommt. Vergesst nichts, Leute. Sollten wir Leo nicht vielleicht noch von dem Typen erzählen, den wir draußen gesehen haben? Stimmt. Ah, genau. Leo, wir haben eben draußen so einen Typen gesehen. Der scheint auf irgendjemanden zu warten. Okay, ich geh mal nachsehen. Moritz? Wie geht's dir? Bist du verletzt? Hast du Hunger? Mir geht's gut. Komm, lass erst mal einen Moment setzen. Jungs, Helme auf. Mensch, ist doch klar. Braucht ihr hier drin noch irgendwas? Nein, ist alles soweit in Ordnung. Aber ich glaube, wir brauchen noch eine ganze Weile. Okay. Also es dauert da drin noch ein bisschen. Ich denke, ihr habt ja auch noch im Zelt zu tun. Ich würde sagen, ihr geht zurück zum Zelt, räumt noch den zweiten Koffer auch um. Und wir rufen euch dann, wenn es hier weitergeht, okay? Okay. Haben mir also alles abgenommen, was ich hatte. Also meine Kumpels sind einfach abgehauen. Und dann saß ich in diesem irre ekligen Loch. Und dann habe ich einfach mein eigenes Lösegeld bezahlen müssen. Tja, jetzt bin ich ein armer Mann. Danke übrigens für die Möglichkeit, dass ich hier hinkommen konnte für das ganze Reisegeld und alles. Ich weiß echt nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Fritz, du weißt, dass es nicht darum geht. Außerdem ist es sehr gut, dass du hier bist. Wir brauchen sowieso noch einen Lagerarzt. Wieso, ist irgendwas passiert? Ja, einer meiner Jungs, meiner Praktikanten, ist in einem Tunnel verschüttet worden. Und das war echt knapp und die ganze Sache ist noch nicht ganz ausgestanden. Ich weiß nicht, er behauptet von sich selbst, dass es ihm gut geht, aber sein bester Freund Tore, der andere Praktikant, der sagt die ganze Zeit, dass er manchmal nachts schreiend aufwacht. Ich weiß auch nicht. Verstehe. Ich werde das mal beobachten. Alles klar. Komm, geh mal rein.
Darf ich vorstellen? Mein bester Freund Moritz, unser neuer Lagerarzt. Olo. Hi. Tore. Doc. Pünktlich wie immer. Gloria. Elizabeth? Ja? Ich bring das gerade weg, okay? Ja. Und ich guck auch mal, wo Leo bleibt. Vermutlich kümmert der sich um die Anreise vom neuen Lagerarzt. Okay. Aber bring noch dieses Dings aus dieser roten Tasche mit, die Jungs werden... Ja, ich weiß, was du meinst, mach okay. Ich. Ole, ich brauch unbedingt eins von deinen Schnittchen. Moritz. Gloria. Wow, haben die irgendwas verpasst? Vielleicht. Moritz, was war das eben? Gloria ist meine Schwester. Sie ist deine Schwester? Ja. Das hast du nie erwähnt. Warte. Der Name Gloria Castello. Dein Vater ist Marco Castello. Deine Mutter ist Amanda Glanz. Deine ganze Familie sind Archäologen. Ja. Wow. Vor 8 Jahren haben sich meine Eltern scheiden lassen. Ich war gerade in der Oberstufe und sie hat ja in Cambridge studiert. Und wir haben uns eigentlich immer gut verstanden. Sie war auch immer meine Verbündete. Auch als ich nach Berlin gezogen bin, kurz bevor wir beide uns trafen. Aber irgendwann... Ich hatte einfach keine Lust mehr auf all diesen Trauer und all diesen Schmerz. Irgendwann kam der Punkt, an dem ich mir gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf das Ganze. Ich will neu anfangen. Ohne diesen... Klotz am Bein. Ich habe sie einfach im Stich gelassen. Und es war mir einfach alles zuwider. Ich bin ausgetickt. Ich weiß, es ist alles keine gute Entschuldigung. Weißt du, es ist ja noch nicht mal so, als ob sie einen Grund hätte dafür, mich zu hassen. Für das, was ich getan habe. Oh, meine Güte, dass ich ihr ausgerechnet hier wieder begegnen muss. Das ist schon krass. Schauen wir mal, was daraus wird, wa? Komm, ich zeig dir erstmal deine Unterkunft. Das nenne ich mal eine gute Idee. Was ist los? Ich bin ein wahrhaft schlauer Mensch. Also das wäre mir wirklich neu. Naja, nun sag schon. Ich habe ein wenig recherchiert. In welcher Angelegenheit, Professor? Felicitas Palmer. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Also, mich hat einfach interessiert, was sie schon so alles gemacht hat. Krass. Jedenfalls kam ich auch auf Familie und, sie hat einen Vater. Und den kennst du bestimmt. Karl-Heinz Palmer. Und sie hat auch einen Bruder, Leopold Palmer. Ja, seine Doktorarbeit haben wir schon gelesen. Ja, genau. Und ihre Mutter ist eine geborene Vollrat. Denk mal scharf nach. Wie heißt unser Leo mit Nachname? Leo ist der Bruder von Felicitas? Exacte mundo. Wow, das erklärt so einiges. Mann, wir finden Leo beide schon ziemlich cool, oder? Und jetzt noch mehr. Hilfe! Ole. Ole. Hey, was ist mit dir? Ole. Geht's dir gut? Hey, was war denn gerade? Ich weiß nicht. Was mache ich jetzt? Ah ja. Am besten redest du erstmal mit Leo.
Nein! Was? Moment! Elisabeth, an Tore und Ole? Ole und Tore hören? Jungs, wir können rein, ihr könnt kommen. Alles klar, sollen wir Leo und Gloria noch Bescheid geben? Nee, lasst die beiden einfach erstmal in Ruhe. Es reicht, wenn ihr kommt. Alles klar, wir kommen. Dir ist nicht klar, wer der ist. Das ist eine falsche Schlange. Der nutzt dich nur aus. Gloria, er ist zu mir gekommen. Er weiß, dass er Mist gebaut hat. Ach, glaub dem noch kein Wort. Und Mist, der macht alles nur für seinen Vorteil. Ob andere dabei vor die Hunde gehen, das ist dem so egal. Ja, du würdest es nicht tun. Ja, das macht man doch auch nicht. Und dann, warum hilfst du ihm denn? Ich meine, wenn man ihm immer wieder hilft, dann lernt er das nie. Der muss mal so richtig auf die Fresse fallen. Komm, ich weiß, wenn man immer nur hilft, dann verstehen die Leute gar nicht, dass sie auf dem falschen Weg sind. Aber Moritz ist genau an diesem Punkt. Er braucht meine Hilfe und die kriegt er. Ja, und du erwartest von mir, dass ich ihm auch verzeihe, ne? Aber ich kann das nicht. Es braucht auch Zeit. Ich weiß noch nicht mal, was er zurzeit macht. Er ist Arzt. Er war drüben in Afghanistan. Oh! Raus hier! Ah! Raus! Raus! Was ist passiert? Oh nein, ist noch jemand verletzt? Ole, geht's dir gut? Tore, du hast eine Verbrennung. Ich werde dir das versorgen. Komm mit. Alles klar. Ich komm mit. Mensch, Elisabeth! Was wird das hier? Was machen wir? Ist ja schön und gut, dass ihr euch hier austoben wollt, aber was wird das? Leo, was ist eigentlich dein Problem? Wir fixieren uns viel zu sehr auf diesen Bunker und vergessen unseren eigentlichen Auftrag. Leute, für die wir Verantwortung übernommen haben, schweben in Lebensgefahr. Also, jetzt übertreibst du ganz ehrlich, Ole. Leo. Meine Güte, ich bin schon ganz durcheinander. Wir haben den Bunker doch gerade erst gefunden. Und willst du etwa, dass wir uns von diesen, dass diese verrückten Brüder gewinnen? Du hast doch die Liste selber gesehen mit diesen ganzen Kunstschätzen drauf. Die Liste, hörst du dir überhaupt zu? Ganz ehrlich? Tore hat Verbrennungen und du redest vom Kunstschätzen. Das klingt ja so, als hätte ich ihn auf den Scheiterhaufen geworfen. Da war eine kleine Stichflamme, hier ungefähr. Tore stand ungünstig daneben. So ist es nämlich geschehen. Wir werden uns von diesen Grabherren nicht verängstigen lassen. Wir haben die Pflicht, der Welt, der ganzen Kunstwelt, das zurückzugeben, was sie für sich behalten wollten. Da hätten sie schon früher aufstehen müssen, um mich davon abzuhalten. Ich glaube nicht, dass das unsere Pflicht ist. Ich weiß nicht mal, ob es irgendwas Wertvolles in diesem Bunker zu holen gibt. Okay, ich verstehe ja, dass du das Böse nicht gewinnen lassen willst, aber ganz ehrlich... Das Böse! Leo! Wir haben da noch eine andere Tür gefunden, ein neues Rätsel. Siehst du? Ich würde mich wieder über das Entziffern kümmern. Gut, dann müssen wir sowieso erstmal warten und können endlich unten im Gewölbe weiterarbeiten. Ja, sag ich doch. Wir treffen uns also in 10 Minuten im Zelt. Tore, du legst dich erstmal hinten in die Krankenstation. Wenn irgendwas ist, sag Bescheid, dann komme ich. Ole, gehst du mit? Super, dann weise ich dich in guten Händen. Ich werde dir erstmal klar Schiff machen. Brechen dann erstmal ab? Nein, wir machen endlich weiter unten im Gewölbe. Ich rufe alle zusammen. Wie geht's, Tore? Leichte Verbrennung des Hals, schnell wieder. Alles klar. Ole ist bei ihm. Ja, gut. Ich hole noch 10 Minuten hier? Jawohl, ich hole noch Pläne aus dem Zelt. Alles klar. Hey! Ich will eins klarstellen. Ich werde dich hier höchstens dulden. Mehr kann und will ich nicht machen hier.
du existierst für mich nicht mehr. Und ich will auch nichts mehr mit dir zu tun haben. Aber scheinbar wirst du hier gebraucht. Und Leo, bei dem hast du auch noch was gut zu machen. Aber erwarte nichts von mir. Ihr habt geredet? Naja, sie hat geredet. Aber ich denke, das ist schon mal ein guter Anfang. Tief unter dem Monte Fralo weit. Gewölbe tief aus alter Zeit. Dorthin wir gehen, uns umzusehen und zu entdecken, was. Ja, was? Das ist eigentlich die Frage. Naja, das war schon echt ein heftiger Tag, kann ich euch sagen. Überlegt mal. Erst der scheinbare Durchbruch beim Bunker, dann diese Explosion, wo Tore verletzt wurde, mein Papa, dann der Streit zwischen der Baroness und Leo. Oh Mann. Aber woher soll man wissen, wann man tiefer graben soll oder wann man lieber die Finger davon lässt? Und was macht man, wenn das ganze Team plötzlich gespalten ist? Die einen denken das, die anderen das und sagen, die anderen keine Ahnung. Kann man dann noch weiterarbeiten gemeinsam oder muss man das Ding in die Tonne treten? Ziemlich schwierig. Und das war ja noch nicht alles. Da wäre noch die Konfliktsituation zwischen Moritz und seiner Schwester Gloria. Und Onkel Ole ging es auch nicht so gut, wie er eigentlich meinte. Mann. Ich weiß auch nicht. Aber eine gute Sache gab es auf jeden Fall. Jetzt ging es endlich da unten in den antiken Gewölben richtig weiter. Endlich haben sie dort weiter ausgegraben. Leo hat alle zusammengerufen und eingewiesen und dann ging es hinab in die geheimnisvollen Tiefen der Vergangenheit.